Genug gemault. Ja, ja. Fertig? Ja. Und los! Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht? Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Seht mal! Was? Da vorne! Das Schild! Ha! Jeder Meter ist einer zu viel. Hey, nicht schlapp machen. Sklaventreiber. Ist ziemlich lange her, dass wir zelten waren.
viel zu lange. Wisst ihr... Scheiße. Was ist? Also ich... Scheiße. Weiß auch nicht. Mir fehlen die Worte. Es ist so. Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber wenn ich hier so mit euch sitze und rede, dann würde ich am liebsten aussteigen. Kann ich gut verstehen. Dass ich das mal von dir höre. Wunder geschehen. Vielen Dank, Jungs. Bessere Freunde gibt es nicht. So, jetzt habe ich das Mikro auch endlich wieder an. Hallo, Xne. Und ja, das Ende ist so, ich würde sagen Open End. Ich denke, da kommt noch was, da kommt noch ein zweiter Teil. Die Welt ist groß genug, um einen zweiten Teil da rein zu basteln. Denn ich habe die Weltkarte hier in meiner Komplettlösung und die ist doppelt so groß als das, was wir gesehen haben. Also, der letzte Teil... Ja, die deutsche Synchro ist wirklich nicht gerade die beste, aber so kacke finde ich sie jetzt nun auch wieder nicht. Erträglich, sagen wir es mal so, erträglich. Außer Sydneys. Sydneys kann man in die Tonne kloppen, das ist... Ah, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Ja, ich werde das Spiel irgendwann sowieso nochmal in englischer Synchro spielen. Und nochmal in japanischer. Ohne irgendwelche Nebenmissionen. Einfach knallhart durch. Ja, Japanisch muss ich mir auch unbedingt mal anhören. Das Problem ist, ich bin ja ein Fan der englischen Synchro, der japanischen Synchro und wir leben in Deutschland, also warum nicht auch mal deutsche Synchro? Deswegen, das Spiel ist so kurz, da kann man es wirklich dreimal zocken, finde ich. Wie gesagt, ich spiele es irgendwann sowieso nochmal durch, ohne irgendwie mich auch nur auf die Nebenmission zu konzentrieren, weil ich glaube, dann wird das Spiel hart.
Mal sehen, vielleicht streame ich das dann ja auch, wie ich das dann mache. Stunden. Naja, ich habe das Doppelte. Müsste man jetzt gleich sehen. Jetzt kommt ja gleich nochmal die. Jetzt kommt gleich nochmal die letzte Szene. Luna Freya. Du warst tapfer. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Ring überbracht hast. Wie du weißt, hat Noctis seine Fehler. Doch ich bin stolz auf ihn. Ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich werdet. Denk mal, das Bild hat jeder genommen, weil es ist einfach ein Gruppenfoto von allen Personen drauf, bevor man wirklich nochmal die letzten 7 Kapitel rockt. Oder eher 6. Es gab kein besseres. Was hätte ich denn sonst nehmen sollen? Ein Foto nur mit mir und einem anderen Charakter? Okay. Soll ja auch ein Erinnerungsfoto sein, glaube ich. Und X-Nemi ging es genauso. Ich habe irgendwann so vor Kapitel 8 habe ich so gedacht, Mann, dieses Spiel, es regt mich auf, so klein und oh. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, das Spiel lügt mich an. Ja, da 123 Stunden. Stufe 63. Ah. Das bisherige Abschlusszertifikat mit dem neuen überschreiben. Yeah.
Ach, warum nicht? Ist ja immer noch das gleiche Foto.